So, meine Lieben, neuer Ort, neue Sehenswürdigkeiten, auch ein absolut wunderschöner Ort, wo wir gerade sind. Und zwar befinde ich mich in dem Dorf Gunnar. Hier hoch geht es dann Richtung Mediade, und wir sind jetzt hier gerade an einem ganz besonderen Ort, und zwar das ist die Stätte von Pirchebi, Ardarjehe Pirchebia, Gorestana, Gunde, Gunnar, ja. Hashira Dasik, ja. Auch über Senga, Chiaiba, Goki. Genau, und da hinten ist, wenn man das hier einfangen kann, ja. Das ist Fesrin, ja, Pirago. Das ist der Friedhof der Fesrini sozusagen. Je Gunde Fesrini hinten, so kann man das, glaube ich, sehen, genau. So. Und alles, was ihr jetzt hier sehen könnt, jeder Stein, und das ist eine sehr, sehr große Fläche. Ich glaube, es gibt auch Drohnenaufnahmen darüber. Das geht hier unendlich, in allen Seiten, links, rechts, überall. Jeder dieser Steine ist ein Grab. Bin der, ja. Bester Kochera. Okay, genau. Also das ist hier. Das können wir aber gleich sehen, Gomhar Mkhwar. Und das ist hier, wie gesagt, die letzte Ruhestätte von Pir Khebi, ein Heiliger. Man vermutet, dass man ihn als letztes hier gesehen hat. Und dann ist er verschwunden. Keiner weiß. Dann, ach, hier sonnt sich auch jemand. Wollen wir nicht stören. So, meine Lieben, das sind, wie gesagt, die alten Gräber. Jeder Stein, kann man sagen, fast ein Grab. Und hier sind jetzt die neu errichteten bzw. restaurierten Gräber. Schön umrahmt auch von einigen Bäumen. Ist nicht so kahl wie auf Hassanbergi oder anderen Friedhöfen. Das sind hier Gorestana, Gunde Gunare, Hashira Dasikya, Ziyarata Pirkhebi, Auni Binen, Aslanhana, Çelikhana, Aslanhana. Und jeder dieser Steine, wie gesagt, entspricht einem Toten. So, ich habe das anfänglich falsch erklärt. Also das, was wir hier im Tal sehen, vielleicht kann ich das besser hier einfangen. So,
das, was wir hier im Tal sehen, welches von Midyat runterführt, das ist lediglich die Herberge der Nomaden. Das heißt, hier befinden sich die Nomaden und hier werden sie dann weiden dann ihre Tiere und haben hier ihre Unterkunft. Das Dorf an sich ist auf der anderen Seite Richtung Rolika. Da gucken wir jetzt mal noch ein paar Meter durch den Friedhof. Wie man sehen kann, gibt es hier auch ganz frische Begräbnisse. Aber wann haben wir heute Kikibu? Kurelifbo. Ach, Korobo, Rekode. Ach, Faraj. Onkel Faraj, wie der Rama Hodel Tabi. Hadifa Özmen. Aslan. Koruj, ich will wieder Rama Hodel Lebedani. Hadifa Özmen. Murat Usherin Yoldash. Abi Navi Dasikyana. So, Aladdin Khalafi Shandin. So, meine Lieben. Jetzt nochmal ein Rundumblick. 360 Grad. Da, wo es raucht, da ungefähr kommen wir her. Da müssen wir zu der Autobahn. Der Grund des Rauchs. Der Rauchwolke kann ich euch jetzt gerade nicht erklären. Könnt ihr euch aber denken. Aslan Yolda Şelik Özmen. Hazar Aslan Elif Aslan. Böyle. Sahlam. Sahlam Jilvede ya. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir was noch vom Dorf sehen. Havaya Pass, Onkel Tebi. Tebaşine. Arafat Aldemir, Aldemir Harabina. Arafat Aldemir, Harabina. İlvederi, Cehkirin. شما خرابی لوده ابجه کرنا؟ یا نبرنا یا تاقا و خرابی ها لوده داری دانیم عرفات آل دمیا بای خرابی ها یا یاسکی بیست و هفته بویاد هشتی و چهارا میخوده کدیا قباوی نو چه کرنا تیا Trotz der kargen Landschaft müssen die Schäfer gucken, dass sie trotzdem ihre Schafen und Ziegen und ihr Vieh in irgendeiner Form weiden. So, und das, was ich jetzt korrigiert habe, das Dorf kann man jetzt vielleicht von hier aus auch sehen. Fahren wir aber auch gleich wieder zurück. Liegt unterhalb. Da hinten sieht man, glaube ich, noch ein, zwei Häuser. Und dann geht es weiter rüber nach Rolika. Und da sind wir dann Basr Balek gehen. Dann sind wir auf der Autobahn und dann kannst du links nach Cizire oder rechts nach Sebine. Oder bleibst einfach hier und genießt diese atemberaubenden Landschaften und diese Ruhe. Herrlich. Ich wünsche euch, wo auch immer ihr gerade seid, einen entspannten Tag.